Ja, Settings sind korrekt. Passt doch. Okay, geht los. Warte mal. Müssen wir Englisch oder Deutsch? Ich rede jetzt Deutsch. Rein deutsches Halbfinale. Alles gut. Red Deutsch. Okay, mein Megahoshi hat in Englisch, glaube ich, geschrieben gerade die ganze Zeit. Ja, weil es international ausgeschrieben ist. Ach, ja. Sag schon, ja, wir sind aber hier in Deutsch am Start. Ja, cool, sind wir. Raus. So. Also ich habe hier direkt mal Eternity Soul am Start. Ah, wunderbar. Ich liebe das Spectaten. So, wir haben hier jetzt die Auslosung. Shadow Walker gegen Black in Action. Und Shadow Walker, mal eben schauen, was haben die so am Start. Ein Cheetah, Black Knight, Evanjack und Thunderbolt. Dürfte prinzipiell auf Rock Rage hinauslaufen, vermute ich mal, bis auf der Cheetah. Und Black in Action, Megahoshi und seine Rassebande. Black Knight, Timber. Sehe ich das richtig? Warte mal. Wolverine? Das überrascht ja, mich. Ja, das ist ein Wolverine. Ein Wolverine am Start. Ja, Wolverine, 6K. Von Bureaucracy gesteuert. Und sie spielen Large Pulse Laser auf dem Wolverine. Also ich bin ein bisschen erstaunt tatsächlich, sowas mal hier in einem Turnier zu finden. Könnte vielleicht wieder so ein Überraschungsding sein, ne? Obwohl ja, der steht so offensichtlich. Ich meine, kann auch sein, dass er sie so mit anlocken möchte, ne? Weil also Shadow Walker zieht sich jetzt gerade schön fein zusammen und sie pushen direkt Richtung Gegner im Low Ground. Also schön ein bisschen mit Deckung arbeiten und sowas. Schwer zu sagen, worauf der hinaufläuft. Ja, wobei, ne, sie behalten jetzt ihre Position dabei. Also erstmal schön zartes Randtasten. Genau. Also es ist auch nicht so, dass ich habe ja die Shadow Walker gesehen, ne? Im letzten Match habe ich sie kommentiert auch und denen liegt die Karte ein bisschen mehr, habe ich das Gefühl. Okay. Und ich glaube, das haben die vorher auch gemacht, dieses Randtasten, gucken, den Cheater mal vorschicken, wobei der jetzt irgendwo fehlt. Ja, der bleibt irgendwie einfach hinten bei der Bande. Er macht auch nicht so viel. Nee, Polycat hat ja momentan einen Cheater. Aber sie haben jetzt ja komplett umgestellt. So, stehen unten, haben den Lowground. Und eigentlich auf dieser Karte ist mir aufgefallen, dass der den High gewonnen hat, eigentlich definitiv den Vorteil hat. Jetzt werden wir mal sehen. Letztes gab es auch schon so einen Brawl hier unten. Der das ging gut aber für die. Interessant. Ja, für die Shadows aus. So, mal gucken. Okay, also inzwischen, bisher vom Schaden her, ist es sogar ziemlich ausgeglichen bei beiden Teams. Ja, Megahoshi im Bedrängnis und weg. Megahoshi ist direkt jetzt weg. Der wurde leider gerade richtig schön von einem Moshpit auseinandergerissen. Aber der Rest von Black in Action hält sich erstmal schön weit auf dem Highground. Jetzt haben sie auch den Thunderbolt 5 RSS rausgeboxt. Also es ist ausgeglichen. Also von der Prozentzahl her, also vom Leben her. Na, die geben sich nicht viel. Ein bisschen besser da. Richtig, ja. Obwohl sie den Lowground haben, ja. Sie arbeiten aber langsam runter. Ich bin mal gespannt, ob die jetzt aus dem Highground so viel ziehen können. Der Arctic Cheetah White Fox geht ein bisschen raus. Der will sich jetzt den Black Knight holen. Ja. Der Black Knight ist derb angeschlagen und unten der Arendt auch. Oh, Arendt tot jetzt. Und weg. Und der Black Knight auch down. Wunderbar. Das ist unglaublich. Also richtig schön. Sie fallen fast immer. Ja, zeitgleich schon. Wirklich recht gut. Naja, Cheetah gegen Cheetah jetzt. Oh. Nessie, geh da weg, Nessie. Das ist keine gute Idee, da offen zu stehen. Ja. Und Polycat ist eigentlich auch nicht so perfekt aufgestellt jetzt. Obwohl die beiden rauchen schon derb. Also das sieht Bureaucracy vorne. Mal gucken, machen sie es noch? Rauchen beide. Sie schießt nicht mehr. Keine Waffen mehr, scheiße. Ich muss mal eben reingehen, das will ich jetzt. Also, ich bin beim Polycat drin und Polycat sieht gar nicht gut aus. Polycat hat nur noch. Bureaucracy hat keine Waffen mehr. 4 Small Laser übrig. Also es ist noch der Cheetah gegen den Evanjack. Und da ist einer geflogen. Oh! Und da haben sie es noch geschafft. So Wahnsinn! Ich wollte mir gerade noch eben Überblick verschaffen und jetzt beenden sie die Geschichte einfach mal direkt. Ja, sehr schön gespielt. Aber gut, es war auch kein Wunder, es war auch wirklich sehr, 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 sehr schön. Nein, war gut gespielt. Aber und das vor allen Dingen, wie gesagt, also eigentlich Waffen. War bis jetzt auf der Map derjenige, der den Highground hatte, wirklich definitiv der Favorit. Ja? Aber es kommt auch darauf an, welche Max du spielst. Also je nachdem, wie hoch du den Torso drehen kannst,